Das bin ich, Maike Pelzer. Ich bin eine völlig durchschnittliche junge Frau. Na? Mir steht eine große Karriere bevor. Ich bin Juniorchefin im Betrieb meines Vaters. Die Pelzer Gartenbedarf GmbH produziert hauptsächlich Grasfangsäcke. Wenn ich immer das Gleiche mache, wie soll ich denn wissen, wie ich wäre, wenn ich mal so ganz sowas anderes mache? Maike, bitte, das wirst du nicht tun. 6.500 Euro. Glückwunsch. Ich kann euch 8.000 geben. Nein, ich möchte wirklich nicht verkaufen. Danke. 10. Letzte Dani-Boot. Auch nicht für 30. Seit Jahren träume ich von einer einsamen Landschaft. Es ist heiß, in der Sahara oder so. Keine Regeln, nur ich, Offroad. Ich habe immer gedacht, man kriegt einmal ein Schicksal und damit muss man dann zurechtkommen. Aber so ist das gar nicht. Kannst bitte gehen? Plötzlich sind da Situationen, die alles verändern können. Man muss sie nur erkennen. Scheiße. 50 Kilo, das sind 2,5 Millionen Euro. Also, wenn man das verkaufen würde. Mach ich natürlich nicht. Vielleicht Interesse, ein bisschen Kokain zu kaufen? Koks zu kaufen? 100. Ich verkaufe Kokain. Bist du dann in der Kokain GmbH und Koka G oder? Scheiße, das ist ja echt. Ach, ehrlich? Oh mein Gott. Das alles ist noch mal zu groß für dich. Ich weiß, aber ich habe gerade keine Lust, vernünftig zu sein. Weißt du eigentlich, was wir uns für Sorgen gemacht haben, deine Mutter und ich? Das ist dreckig. Was redet ihr da eigentlich die ganze Zeit? Dem Philipp ist gerade eine Kokainplatte runtergefallen und dann habe ich gesagt, dass man die Reste nicht mit einem Handbesen aufwiegen kann, weil das zu dreckig ist. Du noch ganz richtig? Fährst du mit so einem Wagen und so einer Menge durch die Gegend und wenn wir angehalten werden, dann sagst du, der Türke wusste von nichts und die lassen mich gehen oder wie?